Meine Patienten halten mich auf Trab. Ich muss euch auffordern, um mir Platz zu machen. So, jetzt haben wir einen Heiltrank. Jetzt will ich noch gerne nach draußen kommen. Kommst du da raus, bitte? Ihr braucht Gut. nur zu fragen. So, Kaserne und Schlafbaracke. Hier sind einfach mal so 15 Gold drin. Was bringst du mir eigentlich bei? Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Nochmal 8 Gold. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Bardenlied. Barden können ein Lied singen, das jedwede Furcht von der Gruppe entfernt und Moral des jedes Gruppenmitglieds auf den Höchstwert setzt. Während ein Bade singt, wird kein Gruppenmitglied in Panik fliehen. Um ein Lied zu singen, klingt auf die Schaltfläche Bardenlieder. Während des Singens kann ein Barde nichts anderes tun, außer sich zu bewegen. Nichts Besonderes. Okay, Schamanentanz. Ja, Schamane wäre auch interessant gewesen. Aber gut, gehen wir mal hier rein. Auf meiner Klinge steht euer Name. Du da, du bist doch Gorions kleiner Balk oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft doch dir zu. So gefährlich siehst du mir gar nicht aus. Und was geht euch das an? Wie mehr als du denkst, Kleiner, dachte ich mir, ich guck dich mal selber an, bevor ich dir die Klinge in den Schlund stoße. Irgendwer glaubt, du würdest Ärger bedeuten, also wird mir dein Kopf dabei helfen, aus der Gosse zu kommen. Die glauben, ich bin nur ein kleiner Tagedieb, aber ich werde es ihnen schon zeigen. Ja, du stirbst. Wenn wir dich treffen. Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, ach, jetzt wird der mit uns reden. Irgendwas nicht in Ordnung? Stell lieber keine Fragen, Karin. Ich habe mich in meiner Kindheit gelernt und inspiriert und euer Herz würde brechen, wenn ihr sehen würdet, was gerade geschehen ist. Ich hörte jemanden rufen. Brenno, ihr seid in Ordnung. Ja, nehmen wir das zweite. Okay, ihr seid noch viel zu jung für das Leben, das euch aufgebürdet wird. Seid ihr nun für eure Reise gerüstet, dann bitte ich euch schnell zu Gorion zu laufen, der euch auf der Bibliothekstreppe erwartet. Denn er möchte, dass ihr so schnell wie möglich aufbrecht. Fast. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Was für eine durchzechte Nacht. Dieser Hull übertreibt es immer. Der Ärmste muss heute morgen nach der Wache am Tor... Morgen auch noch Wache am Tor schieben. Mir ist schleierhaft, wie er durchhält. Naja, was kann ich denn für dich tun? Ja, der Honigwein würde erklären, warum Hull heute Morgen vergessen hat, sein Schwert anzulegen. Er hat mich geschickt, um es für ihn zu holen. Eigentlich nichts, ich habe nur ein bisschen herumgeschaut. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr nicht noch ein paar Besorgung zu erliegen habt, die ich übernehmen könnte. Nehmen wir mal das erste. Aber sicher, es ist da hinten in der Truhe vor seinem Bett. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja, Besorgung. Besorgung, ja, eigentlich bräuchte ich neue Armbrustbolzen. Wenn du welche von Dimitrop besorgen könntest, gebe ich dir das Geld gleich zurück. Ja, für dich spielt auch etwas dabei raus. Also schau mich nicht so an. So, das Schwert haben wir schon mal. Tut mir leid, aber ihr stört mich gerade. Geht und tut etwas Sinnvolles. Wie ihr wünscht. So, hier sind... diese tollen Schreine gewesen. Und da sind wir jetzt bei Wintrops Haus, Wirtshaus angekommen. So, da rein hier. Selbst hier haben wir Lehrer. Ihr braucht nur zu fragen.
Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Hallöchen, na schaut. Schaust du mal wieder rein bei deinem alten Kumpel Windhauptdingern, die 10.000 Goldmünzen, die gemäß der City in Kerzburg bezahlt werden müssen. Du weißt schon. Ja, fahr zur Hölle. Ich fürchte, ich habe nicht das passende Kleingeld für den Eintritt. Ich komme später wieder. Ihr wart schon immer ein Spaßvogel, Windhaupt. Je öfter ich es höre, desto lustiger wird es fast. Naja, ganz offensichtlich vielleicht doch nicht. Ha, war ja nur Spaß. Diese Mönche können ja gern rumlaufen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Aber bei mir bist du stets gern gesehen. Corian hat ganze Arbeit bei dir geleistet, der alte Hauding. Also kann ich irgendwas für dich tun? Willst du was trinken, ein Zimmer oder willst du was kaufen? Was habt ihr denn? Also ich könnte hier königlich schlafen. Aber eigentlich will ich Zeug kaufen und verkaufen. Das Luxauge ist wirklich nicht viel wert. So, was hätten wir denn gerne? Eine leichte Armbrust. Und nehmen wir mal 10 Stack Bolzen. Elf Stacks. So. Wir können nicht mal Helme tragen, das ist ärgerlich. Wir können uns das Kettenhemd nicht leisten, deswegen gibt es einen Lederwams. Und ein Kurzschwert. Ja, Magiezauber wurden deaktiviert. So, 20 Pfeile wollte unser Kollege. Also 20 Bolzen waren es. Bodengang für Fuller. Fuller holt sich gerade vom Medfest gestern Abend in der Kaserne. Nachdem ich ziemlich beharrlich sein musste, hat er sich einfach schon erklärt, mir etwas Kleingeld zu geben, wenn ich beim Windhorn ein paar Armbrustbolzen hole. Mhm. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So, der Kampfstab ist nichts wert, also werfe ich den mal direkt vor dir hier auf die Füße. Edelmann, Edelfrau. Verschlossen. Ja, hier ist noch Fire Beat Elfenhaar. Der hat auch noch was. Heutzutage gute Kameraden zu finden. Ah ja, ich bin zurück in den heiligen Hallen von Kerzenburg. Wegen dieser einzigen Krise gestaltet sich die Reise von Berikos gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ihr seid Gorions Sohn, nicht wahr? Hey, ihr habt euch ganz schön gemacht. Wenn ihr einen alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, so eine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel bei Tetorel im Innenhof gelassen. Er sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könntet, wäre ich euch dankbar. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, klauen wir dem seine 4 Gold, weil wir sind ja auf eigenes Interesse. Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Ja, kann ich helfen? Bitte um Entschuldigung, ich habe den ganzen Tag die Wälze dieser Burg gewälzt und fühle mich daher etwas plattgewalzt. In der Tat, welch einen wunderbaren Schatz ihr hier habt. Ich bin schon so oft hier gewesen, ganz zum Leidwesen meiner Bank, und habe einen winzigen Teil der Sammlung gesehen. Wäre das doch bei all meinen ehrenwerten Brüdern so. Mhm. Der sülzt viel. So, dann gucken wir noch in diese Kiste. Die ist verschlossen. Und ja, Schloss mit Gewalt öffnen klappt nicht. Was sagt eigentlich jetzt mein ETW?
Immer noch 20. Ach nee, halt. Hier drüben, 17. Ihr braucht nur zu fragen. So, das heißt, wir gehen hier raus. Ihr braucht nur zu fragen. Müssten, wenn wir hier reingehen, Lehrer sehen. Oh, die Sänger wollen nicht singen. Okay, lasst sie singen. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal die Armbrustbolzen, das Schwert weg, dann gehen wir den Innenhof, reden mit Imoen, holen die Schriftrolle, geben die ab, geben der Kuh ihre ihre Medizin. Ihr braucht nur zu fragen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Danke sehr, ihr habt gehört. Ich habe gehört, du wirst uns bald verlassen. Sei bloß vorsichtig da draußen, klar? Hier, nimm diesen Dolch. Mein Vater hat ihm vor vielen Jahren einmal einen Hobgoblin damit getötet. Er hat ihm den Dolch in den Rücken gestoßen. Jawohl, ist zwar kein Breitschwert, aber er erfüllt seinen Zweck. Und pass gut auf dich auf. Nimmt er mir einfach 40 Bolzen hier ab. Ein typischer Dolch, ein Dolch plus 1. Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. Und ja, wenn ich ab Stufe 2 Edern zaubern kann. Danke, junger Mann. Gorion hat dich echt nicht schlecht erzogen. Ehrlich gesagt, kannst du froh sein, dass du hier in Kerzenburg aufgewachsen bist. Manchmal denke ich, dass die Welt außerhalb dieser Mauern verrückt geworden ist, mit all diesen Kämpfen wegen der Eisenknappheit und so. Arm und Baldurs Tor werden auch bald Krieg führen, das sage ich dir. Naja, ich bin im Dienst. Hier hast du 20 Goldmünzen, weil du mich vor dem Ärger mit dem Kommandanten bewahrt hast. So... Oder war heute freigebig. Nachdem ich ihm die Bolzen vom Windrück geholt habe, gab er mir den alten Dolch seines Vaters. Einmal hat er mit einem einzigen Stoß einen Hobgoblin erledigt. Sagt jedenfalls Fuller, aber er hat mir auch schon oft einen Bären aufgebunden. Mhm. Holt Schwert. Der Sauberwächter muss heute wirklich sehr mürrisch gewesen sein, denn Hulda hat ganze 20 Goldstücke für sein Schwert bezahlt. Gut. Wundert mich aber, dass der spießige alte Gorion dich deine Studien und Pflichten unterbrechen lässt. Der alte Lagbarsack, ich habe mich auch aus dem Staub gemacht. Der alte Windrop hat schon nach mir gesucht, aber ich habe noch einen ganzen Tag, um seinen Kram zu erledigen. Hast du heute Zeit für eine Geschichte? Nein, ich sehe schon. Was hast du denn vor? Dann habe ich keine Zeit zum Plaudern, Kleine. Mein Stiefvater wünscht, dass ich mich für eine Reise vorbereite. Sag mir aber nicht, wohin es geht. Lass mich in Ruhe, ich habe heute keine Zeit für dich, Kind. Tut mir leid, Kind, aber ich darf niemandem erzählen, was ich tue. Ich muss gehen. Du solltest hier auch nicht weiter herumbödeln. Wildrop will, dass die Betten gemacht werden, wenn du in den Ställen fertig bist. Wenn du es sagst, hast aber eine Menge vom alten Gorion abgeguckt. Der sagt's einem auch nie gerade raus. Viel Glück auf deiner Reise und bei was auch immer du vorhast. Warte, du weißt von meiner Reise? Warte, du weißt etwas über meine Reise. Gorion hat selbst mir nur wenig erzählt und anderen noch weniger. Oh, ich weiß. So hinter dem Mond, wie der ist, macht sich wegen nichts und wieder nichts Sorgen. Da bin ich mir sicher. Du gehst jetzt besser. Ihr habt noch eine lange Reise vor euch.
Ich meine, ich denke, dass sie lange Zeit wird. Die Briefe vom alten Golan habe ich nämlich nicht heimlich gelesen. Nein, habe ich nicht. Also dann mach's gut. Ja, innere Anlage. Wache. Wo war der Typ eigentlich, der... Das ist nur ein Lehrer. Was sagt der einem eigentlich? Hallo?